weiter geht's in Mario 64. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part Mario 64 mit dem Zwergenfürst. Hä? Joa, wir starten in Kurs 1. Ja, was heißt starten? Wir legen fort, wir setzen fort. Wir machen weiter in Kurs 1. Ja, springen wir direkt mal ins Gemälde. Ich sagte, springen wir direkt mal ins Gemälde. So, Yoshi. Mario geht in die Luft, das ist ein Stern. Da sage ich euch gleich nochmal was im Level. Den müssen wir jetzt aktivieren, aber was soll es. Und den können wir leider erst mit Mario machen. Das heißt, wir müssen uns erst Mario freischalten. Das machen wir wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Part. Wir machen es irgendwann demnächst. Wir sind friedliebende Bombs, daher verwenden wir keine Honolulu-Haubitzen. Aber wenn du gerne durch die Luft fliegen willst, halten wir dich natürlich nicht davon ab. Mach's dir bequem, wir bereiten alle Haubitzen auf diesem Kurs für dich vor. Guten Flug! Da werden sie geöffnet, die Honolulu-Haubitzen, aka Kanonen. Fest zum Abschluss, komm rein in die Honolulu-Haubitze. Mit Hilfe der Haubitzen kannst du die schwebenden Insel erreichen. Verwende im Standardmodus das Steuerkreuz und dann drücke B, um den Abschluss freizugeben. Aus dem Flug heraus kannst du dich an Bäumen festklammern. Ich weiß. Machen wir das doch mal direkt. Da zeige ich euch nämlich direkt mal, was wir gerade nicht machen können. Der Kurs verlangt von uns, dass wir halt auf diese schwebende Insel kommen. Auf die da. Die große schwebende Insel. Wir schleudern uns erstmal nach dort hinten. Zack, volle Möhre. So. Da kann Yoshi mal ausnahmsweise fliegen. Er ist eigentlich ein Drache, aber irgendwie ein Drachen-Echsen-Dings. Keine Ahnung, was der ist. Da rutscht mal schnell ab. Er ist halt irgend sowas. Keine Ahnung. Aber er kann nicht fliegen. Mit den Kanonen kann er auf jeden Fall fliegen. So. Und jetzt feuern wir uns da hoch auf die Insel. Volle Möhre. Karacho! Oha, ein bisschen darüber geflogen, aber was soll's. Jetzt sind wir hier. Und da haben wir noch eine weitere Kanone. Springen wir da rein. So. Und auf geht's. Und da ist schon der Baum zu sehen. Da können wir uns dran festhalten. Und zack. Da, Spitze. So, und jetzt sind wir hier auf der Insel. Ihr seht was? Einen roten Fragezeichenblock. Da können wir nichts machen. Dazu müssen wir erstmal Mario freischalten. Der kann dann an diesen Block springen. Der wird dann gelb. Und dann zu einem gelben Fragezeichenblock. Den kann er dann aktivieren. Und seine Flugmütze rausholen. Dazu müssen wir erstmal 15 Sterne haben. Mario haben. Und dann können wir das freischalten. Aber erstmal, ich schleudere mich hier direkt mal runter. Können wir gleich wieder am Anfang beginnen und können erstmal die roten Münzen einsammeln. Die kann man nämlich in diesem Kurs auch mal einfangen. Es geht halt, ihr habt es gerade gesehen, in diesem Kurs darum, erste rote Münze, die zweite Münze habe ich ja auch schon gesehen, aber wir gehen von der Reihenfolge nach vor. Also wir fangen am Anfang an und sammeln alle roten Münzen nacheinander ein. Machen wir so. Ja, man hätte mit Mario dort durch diese Ringe fliegen müssen, also die Mütze holen, die Fliegemütze und dann halt dort durch diese Münzringe durchfliegen können. Das schafft man mit Yoshi nicht so ganz. So, dann suchen wir mal nach den 8 roten Münzen. Das ist jetzt hier die Quest, die können wir jetzt schon erledigen, die ist zwar noch nicht angezeigt, aber die wird gleich angezeigt werden. Das ist die nächste reguläre Quest, wenn man denn mit Mario diese Quest erfüllt hätte. So, da waren schon 2 von 8. Hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Wenn ich mich nicht komplett irre. Nein, da ist nichts mehr. Wir haben einen Goomba verschluckt und ein Dingens bekommen, ein Ei. Yoshi hat ein Ei gelegt.
Also solche gibt es hier auch schon mal nicht. Ja, frage ich mich eigentlich, welches Tier ist Yoshi denn, wenn es ein Tier wäre. Irgend sowas wie Echse oder sowas müsste es sein. Ja. So, direkt mal abfeuern, abfeuern hier. Zack, so. Da kriegen wir auch die volle Möhre hier. Zack, ausspucken kann man die auch. Gib her die Münzen, gib her die Münzen. So, da rutsch mal runter. So. Alter, ist auch schwierig hier hochzukommen. Ja, ist nicht schwierig da hochzukommen, aber ja, stell mich nur blöd an. So, also, zack, hier ein paar gekonnte Sprünge und man ist nicht oben. Ja, zack, zack, man muss nur richtig machen, so. Perfekt. Ein drittes Darkwellen und war hier. Die vierte Darkwellen folgt so gleich, die ist dort rechts bei dem lieben Hündchen hier an der Kette. Nein, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, da ist er. Ja, ouch. Oh, getroffen. Das Hündchen ist auch später noch eine Aufgabe wert. Die können wir auch noch heute machen. Wir werden heute quasi alle Aufgaben erledigen, die wir hier in diesem Kurs machen können. Also alle Quests, die wir schon mit Yoshi erledigen können, werden wir heute machen. In diesem Kurs. Und wir kommen dann später nochmal zurück. Quatsch. Verrückt, ja. Wir kommen später nochmal verrückt zurück mit Mario. Wenn wir ihn haben, dann können wir das nochmal abarbeiten. Wäre ich somit einverstanden, wärt ihr damit einverstanden, dass wir das so machen? Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das hier erstmal abernten und dann ins nächste Level gehen. Ich glaube, wir holen uns dann direkt mal Mario. Ja, das ist also... Ich würde schon gerne diese Route hier abgeerntet sehen. Also, wäre schon praktisch, wenn wir mal auch alle Sachen erfüllen können, wie Mario fliegt in die Luft. Na, wie hieß diese Quest? Das würde ich schon gerne abgeschlossen sehen. So, und hier gibt es diesen Geheimweg. Den habe ich, glaube ich, schon im letzten Part gezeigt. Da kann man hier hoch. Zack, ganz langsam hoch. Da hat man 7 rote Münzen und die 8. rote Münze. Die müsste oben auf der Insel sein, auf dem Hügel, würde ich schon sagen. Und da waren wir ja schon. Haben wir die nicht eingesammelt? Ja, haben wir wahrscheinlich nicht eingesammelt, ja. Ging ja nicht darum. Dann holen wir uns die schnell und dann war es das auch schon. Für diese... Nein, nicht für diesen Part, aber für diese Quest. Ihr seht es oben links. Wir haben fast alle roten Star Coins. Rote Star Coins, nein. Sind nur rote Münzen. Nur rote Coins ohne Star. So. Dann greifen wir uns die letzte. Da haben wir den Stern. So, noch eine Quest, die man hier erfüllen kann für einen geheimen Stern. Das wäre da 100 gelbe Münzen zusammen, also 100 normale goldene Münzen zu holen. Das können wir auch noch machen. Das werden wir nachher auch noch mit erledigen. Oh, war das schwach. Nicht eine einzige Münze dort oben bekommen. So, holen wir uns erstmal den Stern hier. Zack. Dafür bekommt man dann noch einen extra Stern, wenn man die goldenen Münzen alle geholt hat, die 100 Münzen. Und die holen wir uns gleich. Die haben wir jetzt so stehen. Finde die 8 roten Münzen. Da steht keine roten Münzen, aber es sind 8 rote Münzen. So, und jetzt machen wir die nächste Quest, den Kettenhund befreien. Das steht da noch nicht, aber das können wir ja parallel auch machen. Das hindert uns ja nichts daran. Die Questbeschreibung empfiehlt zwar das zu machen, was in der Questbeschreibung steht, aber man kann ja auch die anderen Sachen noch erledigen. Oh, Bomben! Verdammt. So, jetzt drehen wir mal die Kamera und schleichen uns von der richtigen Seite an. So, wir müssen wahrscheinlich ein paar Treffer einstecken. Ich hoffe nicht zu viel. Wir müssen jetzt diesen Pfeiler hier einmanschen. Einmal Stampfattacke drauf machen. Ja, muss man erstmal drauf kommen. Natürlich muss man dann natürlich gucken, dass man möglichst nicht von dem Kettenhund getroffen wird, weil sonst ist man dann auch K.O. Ich stelle mich gerade herrlich schlecht an. Ich füll mir mal ein paar Münzen hier.
damit ich wieder geheilt werde. Das machen diese Münzen, das ist so schön, dass die einen auch heilen können. So, jetzt muss ich mich mal nicht doof anstellen, sondern das mal hinkriegen hier. So, Kettenhund, der stresst mich so immens. So, drauf da und Stampfattacke. Ich sehe es nicht. Muss da ja auch erstmal hochklettern. Meine Fresse. Nein! Ach, so schlecht, so schlecht. Wir müssen den da loslassen, dass er hier auf die Sterne springt, dort auf die Sache springt und den Stern befreit durch die Gitterstäbe. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Scheine leider nicht fähig dazu zu sein, also muss ich mich mal ein bisschen anstrengen, aber ja, jetzt auch noch Kugel Willi, Quatsch, nein, nicht Kugel Willi, eine Bombe. Ich verwechsel die auch schon, so gestresst bin ich hier. Da muss er hin, dort durch die Gitter hier. Und da kommt er nicht hin. Ja, man kann wohl irgendwie auch dadurch backen, durch glitschen und irgendwie so an den Stern kommen, aber ja, ich wüsste nicht wie. Deshalb, ja. Ich versuche es gerade da irgendwie durchzuglitschen, aber ja, ich glaube, die beste Möglichkeit wäre halt, diesen Kettenhund gekonnt einmal mit der richtigen Kameraeinstellung abzustempeln. Ah! Das erschreckt mich auch immer, wenn er hier auf mich zugehört. Komm, eins. Ah, nice. Einmal haben wir ihn schon abgestempelt hier. Ich hole noch ein paar Münzen. Stimme ich nämlich gerade sehr blöd an und brauche ein bisschen Heilung. Okay, irgendwann schaffen wir es. Da man dann vielleicht irgendwann mal den Kettenhund befreit. Na komm schon. Kettenhund, ich will dich doch befreien. Ich will dir nichts Böses. Lass mich dich befreien. Das muss doch ganz in deinem Sinne sein. Nein, die Kamera justieren, die justiert sich hier nicht von selbst. Na komm. So, jumpen wieder mal drauf. Ja, einfach, da werden wir wahrscheinlich passieren. Da drauf, lass mich anlächeln. Na, spring! Was machst du denn, Joschen? Was machst du? Was tust du hier? Ich bin schon auch erschrocken, wie deine Münze oder die wahrscheinlich schon mal kaputt kam. Na komm, gib her. So, das dauert ja hier ein bisschen länger heute. Können wir den Kader auf jeden Fall nicht füllen. Weil ich ab und zu mal versaue hier. Ist aber klar, das sollte echt bei Mario spielen, wenn ihr mal Bewusstsein. Hier kann man jetzt nicht so direkt heilen, 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 ja genau, sprechen kann auch nicht. Hier kann man nicht direkt heilen, weil es gibt ja keine direkten Levels, wo man runterfallen könnte. Ja, man kann schon runterfallen, also es gibt schon Messen, wie man aus der Nähe fallen kann, aber ja, eine blaue Münze. Muss ich merken, wir brauchen nachher viele Münzen, eine blaue Münze bringt viel. Ja komm, noch zweimal draufstampfen, dann haben wir's. Komm, Phoenix, Phoenix, los, hüpf, 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 hüpf. Oh, jetzt zieht er auch gleich ein bisschen was ab. Wir dürfen uns einmal treffen lassen. So, noch ein Treffer, dann haben wir's. Haben wir frei. So, holen wir uns noch ein paar Münzchen ab oder ein bisschen Heilung, irgendwo. Wir machen das am dümmsten. Jetzt schon ein Gumball getroffen, ja, das wär's. Das wär ein paar Gold wert. Ist okay. Na kommst du. So, ich bin nicht so fest, aber komm hoch, hoch. Ah, attackier. Ich darf mich nicht so lange an einer Stelle aufhalten. Komm, jetzt hast du Zeit, jetzt hast du Zeit, dass du, wenn er weg ist, dann hast du doch. Zack. Komm, ich hab schon ein paar Tage gemacht. Komm, ich wollte erst mal noch raus. Nein, 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 nein. So, was um. Uns zu groß, da 100 Münzen können wir gleich mitmachen. Wir müssen eigentlich drauf warten und jetzt. Jetzt, komm drauf, jetzt, du warst, du standst schon drauf, Yoshi, du standest drauf, du standest drauf, was machst du? Was machst du hier? Yoshi, 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 Stampfattacke, Yoshi. Was zum Henker? Was zum verdammten machst du hier? Münzen gebt ihr nicht mehr? Alter, ich schäme mich doch gerade selbst für mich. Das ist doch... Geht doch, das passt auch auf keine Kuhhaut mehr. Das ist doch irgendwie. Alter, das war im ersten Part zu gut. Ich hab gedacht, ich kann hier irgendwas bringen, aber das ist doch peinlich, was ich hier leiste, was ich hier bringe. Was ist. Kann man doch nicht hoffentlich. Das ist doch. Meine Güte hier. Das gibt's doch gar nicht. Ich will jetzt nicht mehr. Nicht treffen, in aller Ruhe hier, ihr seht zwar nichts mehr, aber was. Und jetzt aufstehen und. Ach, Stampfattacke, Stampfattacke.
Mach noch einmal, das ist so ein Kerl. Wie oft noch? Der ist doch schon fast im Boden. Kommt der wieder raus oder was? Der ist nicht einfach zu lassen. Also, das geht ja schon, oder? Dass jetzt hier nicht einfach nur die 8 Münzen sammeln kann und das schon da mehr belassen kann, oder? Das ist schon irgendwie klar, oder? Komm, schon, Kacke. Nice. Na, wieder nicht geschafft. Alter, ich könnte mich manchmal selbst noch prügeln. Glaubt ihr das? Es tut mir ja leid für euch, dass ihr das mit ansehen müsst, dass ihr diese wahnsinnigen, bekloppten Fails hier noch mit ansehen müsst. Ich habe schon 70 Münzen, da können wir gleich noch mit die 100 einsammeln auf einmal. Können wir gleich mitmachen, können wir gleich mit unter einen Hut nehmen, können wir ja weiterspielen, können wir nicht den Kurs beenden, sondern... Meine Fresse, das geht doch, das... Ich weiß auch nicht, wie geht denn das, wie kann man denn... Habe ich eine Frage an mich selbst, wie kann man denn so... Wie, so scheiße sein? Wie kann man das fehlen? Ja, da habe ich eine grundlegende Frage an mich. Selbst, was ist das? Regie, haben wir das drauf? Nee, haben wir natürlich nicht drauf, haben wir nicht gefilmt. Ist klar, natürlich habe ich das jetzt, habe ich die Kamera natürlich im Rage Quit ausgemacht und habe die Besiegung des Kettenhunds nicht geschafft, aber was soll's? Ihr wisst ja, wie es geht. Nee, ist klar. So, jetzt mal speichern. So, die 100 Münzen kriegen wir auch noch hin. Perfekt. Den 5. Stern holen wir nach und dann... Jo. So, sammeln wir mal Münzen hier. Unter der Brücke kann man auch ein paar Münzen bekommen. Glaubt man kaum, aber... man bekommt unter der Brücke auch mal Münzen. So. Her mit dem Geld. Kann ich auch mal geldgeil sein hier im Mario-Spiel? Ihr wisst ja, ich bin geldgeil. Nein, das ist eigentlich nur ein Lego-Spielen. Ich bin nur ein Lego-Spielen geldgeil. Ja. Ja, im Mario-Spielen eher weniger, aber... auch hier wird ordentlich Geld gesammelt. So haben wir jetzt schon 15. Ja, sehr viel bringen sie nicht. 10 für 2. Zack. Zack, zack, oh noch die rote Münze, komm, die rote Münze. Zack, dankeschön. So, auch noch mal die Gumbas hier einsammeln. Zack, du bringst mir Geld. Zack. So, da gibt es eine Münze für. Für den Koopa gibt es hier eine blaue Münze. Den suchen wir mal, das ist gut, die bringt, glaube ich, ganze 4 Münzen. Ach fuck. Ich hätte glaube ich 4 Münzen dafür kriegen können, wenn ich den Gumba getroffen hätte. Zack. Nice. Dreser. So. Jetzt fahren wir auf den Panzer, können wir den Koopa jagen. Nice. Lass nur irgendwo gegenfahren. Die Münze einsammeln. Ja, das wäre kacke gewesen, wenn wir das verfehlt hätten. Den Gumba erledigen. Ach, was soll's? Kann ich irgendwo gegenfahren hier? Nein, kann ich nicht. Ja. Das wollte ich jetzt nicht erzählen, aber was soll's? Ist schon so schief gelaufen, der Part hier. Also jetzt sind wir an dem Panzer los, auf jeden. Ist auch eine Variante, wie man das erledigen kann. Gumba, dich habe ich noch nicht, oder? Habe ich dich schon. Du bringst mir auf jeden Fall eine Münze. Du auch. Zack. Ja, damit. Hier kann man so einzeln ein paar Münzen abgrapschen. So, gibt mir Münzen. 30 Münzen, das dürfte hier erstmal reichen für dieses Gebiet. Dann holen wir uns noch die rote Münze von dem Typ hier. Zack. Dankeschön. Dich haben wir kennengelernt in diesem Part. Den Kettenhund. Zack. Ich habe mal 34, 35, 36. Ich gehe mal drauf. Das bringt jeweils 4 Münzen. Haben wir ja gesehen. So, die sammeln wir natürlich auch noch ein.
41 haben wir doch schon. Super, haben wir gleich die Hälfte. Zack, zack, zack. Das wird ja nicht so lange dauern hier. Geh noch drauf. Nicht vom Goomba besiegen lassen. Das darfst du nur bei Mario Bros. Nummer 1. Nicht vom ersten Goomba besiegen lassen. Das war auch immer schwer. Mit der Steuerung da zu kapieren, wie die Steuerung klappt. Sogar wenn man das schon gespielt hat. Für mich Anfänger hier. Ah, eine Münze verfehlt. Verdammt. Das ist jetzt hier nicht so tragisch, weil es gibt insgesamt 140 hier auf diesem Dings hier. Also, ja, lässt sich verkraften, wenn man eine Münze verliert, aber so oft sollte man das dann doch nicht machen. Na, ah, komm, wer, was machst du denn? Luigi nicht schon. Ist auch grün, der Luigi, aber. Ja, sieht ein bisschen anders aus. Auf dieser Strecke gibt es nicht, deshalb können wir hier einfach mal hochmarschieren und einfach mal die Münze einsammeln. 72 haben wir dann schon mal. So. Und da waren es nur noch 30 Münzen, die wir irgendwo herkriegen müssen. Das lässt sich, glaube ich, machen. Die liegen auch noch ein paar Münzen auf der Straße rum. So. Das wären 77. Langsam hier rüber. Zack. Hier haben wir das 82. Auf dem Weg nach oben gibt es dann noch was Nennenswertes? Nein, ich glaube nicht. Da gibt es nicht mehr viel. Dann lassen wir uns dort mal hoch schleudern. So an den Baum. Zack. Haben wir eine rote Münze. Die bringt gleich 84. Ja, dann holen wir uns noch ein paar weitere Münzen. Kann man zum Beispiel durch Gegner besiegen holen oder auch hier oben. Da kann man sich mehrere Male hochschleudern und hier ein paar Münzen sammeln. 86, naja gut. Das dauert wohl ein bisschen, wenn wir da noch lang gehen. Wo gibt es hier noch Gegner, die uns Münzen geben können? Zack, da hinten ist glaube ich noch ein Goomba, aber was soll das? Wird hier eine zähe Sache, wenn wir hier jedes Mal hier wieder hochschießen. Aber ich versuch's noch einmal hier und dann kann ich euch ja ein bisschen was zusammenschneiden. Werde ich sowieso müssen hier. Zack, zack. Zwei Münzen. Na, das war ja ein Erfolg. Das war ja ein sehr guter Erfolg. Gibt's hier jetzt noch irgendwo Pfeiler oder sowas, die ich einstampfen kann oder so? Irgendwie nicht. Das ist schlecht. Müssen wir wohl die bewährte Variante mit dem Schießen nehmen. Müssen wir uns wohl hochschießen lassen. Ja, Yoshi, lass dir Zeit. Yoshinski. Mach in Ruhe. Das sollte ich auch mal machen. So, ich würde mal sagen, dann machen wir Timelapse oder ich bastel da was zusammen, ich schneide da was zusammen oder wir machen es irgendwie anders. Kriegen wir irgendwie hin, oder? Komm, ich schieße mich da ein paar hundert Male hoch und kriege die Münzenringe und ja. Juhu! Ja, nice, da haben wir 100 Münzen. Die letzte Münze in der Luft. Ach du Scheiße, die landet jetzt da oben. Die müssen wir jetzt nochmal hoch und die Münze holen. Ach du... Nein, nicht die Münze, sondern den Stern. Ja, ich bedanke mich trotzdem schon mal bei euch, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr das ertragen habt hier. Diesen lächerlichen Part hier, wie ich hier die ganze Zeit gefehlt habe. Ja, Batman sitzt hier neben mir auf dem Sofa. Nein, nicht neben mir, hinter mir auf dem Sofa, ich sitze hier auf dem Stuhl. Die ärgert sich auch immer, mein kleines Maskottchen. Die sagt mir dann immer nach den Parts, Alter, das ist... Wie kannst du sowas veröffentlichen? Du willst sowas wirklich... Das willst du wirklich deiner Community zeigen. Und ich sag dann immer, ja, irgendwie, ja, es ist ja irgendwie, es ist ja auch ehrlich, das ist ja irgendwie, ja, wenn ich jetzt hier alle Fails rausschneiden würde und behaupten würde, ja. Ja,
First Try. Ich hab's geschafft. Das wäre ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Also, ja. Schießen wir uns hoch und holen uns das, den Stern, den wohlverdienten 100 Münzenstern. Und auf ihn! Nice! Du hast 100 Münzen gesammelt. Das Schloss wird dich mit mehr Kraft versorgen. Möchtest du speichern? Natürlich möchte ich speichern. Und den Kurs mal beenden hier. Das können wir direkt mal machen. Ja, ich würde mal sagen, dumm mich nach oben, sollte es euch irgendwie gefallen haben, lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Ich würde mal sagen, im nächsten Kurs gehen wir hier in diesen Raum und schauen mal, was dahinter so sich verbirgt. Im nächsten Part gucken wir da mal nach. Also, seid beim nächsten Part auch mit dabei. Und habt noch eine angenehm fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl und haut drinne.